nicht mit Major Deal. Ich hab alle abgelehnt, blieb bei Mate und hatte dort eine ausverkaufte Platte. Geh niemals zu Krawatten, die versuchen mir meinen Namen zu nehmen, denn das sind nur die versuchen an meinen Schwanz zu hängen. Mein Handy brannte, weil jeder meint, dass er da ist. Doch war der Hype mal weg, wurde mein Handy zu nah an Darkness. Denn Mate war noch im Aufbau, keine Zeit für Releases. Und parallel war Fokus, war ich in Five in der Hit des. Wir unterhalten uns heute über die 5 traurigsten Momente bei Icon, wo Tränen geflossen sind. Dann lass uns mal anfangen mit Punkt Nummer 5. Kennern wird rausgevotet. Oh Bruder, brutal. Kennern, ich muss anfangen mit deiner Performance. Zwischenzeitlich, muss man sagen, habe ich dich so für ein paar Sekunden gar nicht mehr gesehen. Du hast dich nicht einmal nach links oder rechts bewegt. Du siehst doch, dass die ganze Zeit... Guck dir mal Kennern sein Gesicht an, Bruder. Der arme junge Mann sieht das einfach. Siehst du auch, wie viel Abstand er hat zu den anderen Künstlern? Boah, Alter, das ist so schlimm. Definitiv eins der absolut traurigsten und herzzerbrechendsten Momente, die wir jemals bei Icon gesehen haben. Absolut schlimm. Für die Leute, die es verpasst haben, Icon 4 Villa. Wir teilen die Teams auf. Kennern in Team Bobby und auf der anderen Seite Team San Andreas. Und weißt du noch, dass wir gesagt haben damals, bei Team Bobby gab es Schwierigkeiten und die sind nicht so gut miteinander klargekommen oder haben nicht so krass harmoniert wie Team San Andreas? Und so ist es dann dazu gekommen, dass die Juroren, also du, Emre und BZ, euch gegen Team Bobby entschieden habt. Aber eine Sache, die interessant war, man hat direkt von Anfang an in dieser Villa gemerkt, Kennern passt einfach nicht so gut mit den anderen Künstlern zusammen. Irgendwas hat da einfach nicht harmoniert. Also so von dem Vibe her oder irgendwas. Man merkt, die Künstler sind da drüben am Performen und Kennern alleine auf der Couch. Und übrigens sehr ähnlich wie Hasuna, ja, in Icon, ja, 5. Danach kam es ja zur Performance und man hat halt auch irgendwie gemerkt schon, dass er voll wenig Platz auf dem Song hatte. Boah, das stimmt. Das habe ich komplett vergessen. Es gab oft genug Situationen, wo man dich nicht mehr gesehen hat, wo du einfach verschwunden bist hinter den anderen. Weißt du, was ich meine? Und du musst dir dein Spotlight selber suchen bei so einem Auftritt. Hast du dich nicht wohlgefühlt in der Gruppe? Nö. Wie kommt's? Sag ich dir offen und ehrlich. Ja, die lassen... War nicht mein Ding. Boah, der Arme. So, ich hatte einen, wo ich dachte, okay, bei denen bin ich 100% sicher, wo ich wirklich alles sein kann, aber das ist 0,00. Boah, und guck mal direkt von Bobby, dieser Blick. Boah. Der auf Seite mit Arm gekreuzt, man sieht schon, das ist so diese Körpersprache, die sagt so, ey. Hey Bro, was war das für gerade? Also ich habe das Gefühl gehabt, wirklich, man sagt, ey, guck mal, du bist für diese 4 Zeilen gut gedacht und das wird auch reichen für dich. Und man hat ihm das wahrscheinlich wirklich so eingeredet und verkauft, dass er gesagt, ja, okay, dann mache ich das so. So oder so, wir können diskutieren bis zum Ende, ob er recht hat, ob du recht hast. Du hast am Ende zu wenig Leistung gebracht. Und das wird nicht ausreichen, sage ich dir ehrlich. Da ist der Moment, wo ich gemerkt habe, als er seinen Gesichtsausdruck da gezeigt hat, es ist vorbei für mich. Ich kann irgendwie mich hineinversetzen trotzdem, in dieses Gefühl reinzukommen und zu sagen so, ich pass nicht, was mache ich? Es ist wirklich schwer. Es hat mir sehr wehgetan. Ja, hart. Es hat mir echt wehgetan in dem Moment. Mhm. Also es ist jetzt keine Rolle oder keine Show. Die Spiele haben mir wirklich sehr wehgetan, weil ich halt einfach gemerkt habe, dass jeder irgendwas auszusetzen hat, aber nie irgendwie gedacht habe, ey, was ist denn, wenn der Junge wirklich alles versucht hat, sich in die Gruppe zu integrieren, aber den einfach gesagt hat, ey Bro, nein. Also die Gruppe hat verloren, die mussten dann ins Voting und dann hat sich das ganze Team gegen die entschieden und hat Kennern rausgevotet. Die haben meinen Kennerns Namen drauf geschrieben, wirklich aus 7 Künstlern, haben 6 Künstler seinen Namen drauf geschrieben. Und er hat sich selbst rausgevotet, ne? Ja, ich glaube einfach, weil der auch keine Lust mehr hatte. Er hat einfach gesagt, hey komm, so. Aber ich finde, genau nachher im Vote kam der richtige Satz von Kennern. Ich war heute leider nicht so gut. Leider kann ich viel besser. Nächstes Mal werdet ihr sehen, was ich kann. Ich werde alles beweisen. Boah, Bruder! Siehst du? Ey, ich hab Gänsehaut! Siehst du? Ich hab Gänsehaut, sein Vater, Bruder! Ich hol mir meinen Hack und das hat er gemacht, Bruder. Und deswegen, ich hab dem das so gegönnt. Ich hab dem das so gegönnt, diese ganzen Hits, die er gemacht hat. Und wirklich, Herzensjunge, sehr cooler Typ. Traurigster Moment jemals bei Icon. Skandal opfert sich. Boah! Icon 5 Finale, wir schaffen es durch das Villa-Finale. Skandal boxt sich die ganze Zeit durch, links, rechts. Er ist am Kämpfen und er ist am Struggeln und er ist
sich am Durchbeißen gegen die Jury, gegen die anderen Künstler, schaltet Konkurrenz aus und reißt einfach alles ab. Wir stehen in der Top 6. Und weißt du noch, wie wir das gemacht haben? Das war mit, hey Leute, entweder ihr votet jemand raus oder ihr tretet euer Kopfgeld ab. Ja. Biggie, ich trete mein Kopfgeld ab, bitteschön. Barré, ich trete mein Kopfgeld ab. Shabab, ich trete mein Kopfgeld ab. Azu, ich trete mein Kopfgeld ab. Bayo. Bayo, ich trete mein Kopfgeld ab. Alle treten ihr Kopfgeld nach und nach ab. Und plötzlich, die Jury, ihr drei, sitzt vor einem Skandal. Und der ist der letzte, den ihr fragt. Skandal, du hast so und so viel Kopfgeld. Was möchtest du tun? Es geht heute um den Einzug in die Top 5. Und auch du musst eine finale Entscheidung treffen. Und in dem Moment habe ich gedacht, ey, die sind doch alle gut miteinander. Also der wird auch keinen rauswählen. Ja, aber es ist nicht so gelaufen, wie wir gedacht haben, wie es jedes Mal ist mit Skandal. Es läuft nie so, wie wir das geplant haben. Und er steht vor der Jury und boom, er sagt einfach, ich werde jemanden wählen. Und alles geht in die Tiefe. Alle sind geschockt. Das ist hart. Was? Das ist ein hart. Skandal wählt jemand? Was? Das ist hart. Wen willst du? Ich will Skandal. Wow. Du musst schon was haben, um sowas durchzusetzen. Ja. Überleg doch einfach mal seinen kompletten Weg von Anfang an. Ja. Und jetzt steht er da und der hat wirklich die Möglichkeit zu sagen, ey, ich hol mir jetzt alles und mach diesen Move. Und opfert sich einfach für sein Team. Und dann am Ende des Tages, weißt du, wir waren alle schockiert. Wir wussten alle nicht, dass das passieren wird. Und dann verlierst du auch einen sehr starken Künstler wie Skandal, den du eigentlich nicht verlieren möchtest. Weil du willst ihn eigentlich... Weißt du, willst noch weiter mit ihm arbeiten? Und er sagt einfach in diesem Moment, weißt du was, so, ich bin hier am Ende genauso leise, wie er gekommen ist. Ist auch egal. Mohams wird eliminiert. Boah, auch ein unglaublicher Gänsehautmoment. Icon 4, Finale, Mohams. Ich weiß nicht, ob ihr genau wisst, wer Mohams noch ist, aber Mohams ist der mit der Brille. Der Moment, wo Mohams rausgeflogen ist, war einer der absolut härtesten und traurigsten und herzzerreißendsten Momente, die wir je bei Icon gesehen haben. Also Mohams war in einer Last Chance, das heißt, der Künstler hatte noch mal einen letzten Versuch, seinen Song vor der Jury zu performen, keine Vorbereitungszeit, einfach Mikrofon aufgestellt, Beat an und let's go. Bin noch am Anfang, meine Jungen sagen, Mohams, mach langsam. Mama meint, mein Sohn sei achtsam, kann nichts dafür, weil die mit Acht kam, drohen mit Rücken und Nachnamen. Und wie der am Zittern ist. Und du siehst halt, dass der richtig am Zittern ist. Der hält das Handy in seinen Händen und der weiß schon, verdammt, so, es geht hier gerade um mein Leben, es geht um meine Träume, es geht um alles. Und ich habe nur noch diese eine Chance. Und wenn ich jetzt reinscheiße. Ist vorbei. Aber vor eBay, ich hau ich an Fies, halt direkt à la Bobby Van Damme. Deutsche bist fake, so wie de la rue. Vrai des aides, du weißt, ich bin immer bienvenu. Boucher Platz Avenue, 5 Sterne, ein Menü. Hans ist sadig, ich bin immer attendu, kannst nix. Und da ist es passiert. Da ist es passiert, das ist der eine Hustler. Und du siehst es auch übrigens in Bobbys Gesichtsausdruck. Ja. Also das hätte nicht passieren dürfen. Und ich glaube, Mohams wusste das auch genau in diesem Moment, dass dieser kleine Atemfehler ihm das ganze Game kosten wird. Hat es auch ein paar Stellen, die waren sehr, sehr, die Unsicherheit hat man sehr stark gemerkt bei der Performance. Deswegen haben wir uns entschieden. Und man sieht einfach bei dir, du guckst auf den Tisch. Ja, ich guck den Tisch. Ich konnte nicht in die Augen schauen. Geht nicht. Es geht nicht. Für dich heute die Reise enden. Das war wie ein Schuss. Du bist der erste Kandidat, der die Gruppe verlassen muss. Das ist doch keine Niederlage. Du hast doch nicht verloren, Bruder. Du bist doch weit gekommen, Wallah, von 500 Teilnehmern. Du darfst doch jetzt nicht aufgehen und weinen. Bruder, du kannst stolz auf dich sein, Mann. Du bist von 500 Teilnehmern in der Villa gelandet. Oder 13 Teilnehmer. Irgendwann endet die Reise. Was halt echt schön war, ist, nachher Mohams ist ja trotzdem wieder zurück ins Studio gekommen. Wir haben uns trotzdem mit dem Vertrag in die Hand gegeben und gesagt, hey Bro, so, gib nicht auf, dein Weg geht auf jeden Fall weiter. Jetzt hat es vielleicht dieses Mal nicht geklappt, aber das heißt nicht, dass es in Zukunft nicht noch klappen wird. Mohams ist zurückgekommen, wir haben eine kleine Show mit ihm veranstaltet und es hat auch richtig Spaß gemacht. Und übrigens, jetzt wo wir gerade bei dem Thema sind, ich weiß ganz genau,
Mohams hat über die letzten 2 Jahre unglaublich stark gearbeitet und ich habe ein paar Bretter von dem gehört, Bruder. Und wenn der wieder reinkommt, der wird sich auch seinen Hack wiederholen, Bruder. Sari bricht zusammen. Auch definitiv eins der härtesten Momente für eine Künstlerin bei Icon. Für die Leute, die es nicht wissen, Sari ist eine der einzigen weiblichen Künstler, die es bei Icon 5 bis zu Runde 2 geschafft hat. Ich muss sagen, als Sari in diesem Bus saß und die Anfahrt kam zu dem Knast und du bist als einzige Frau, sitzt du da in dem Bus mit 39 anderen, ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr komisches und hartes Gefühl, weil du weißt, du wirst die nächste 1, 2, 3 Wochen vielleicht mit diesen Personen verbringen. Danach kam ja die Ansprache, die Künstler kamen rein, die haben gegessen in Ruhe und dann kommt er. Wie, Handy ist weg, Leute? Was, Handy ist weg? Ihr wisst schon, dass der wird richtig sauer. Du kannst ihn anrufen, gell? Du musst dir vorstellen, sowieso ist sie schon alleine unter 39 das. Jungs. Sie hat keinen wirklich, mit dem sie reden kann oder dem sie sich anvertrauen kann oder was auch immer. Und dann stell dir vor, du sitzt da und jetzt plötzlich musst du dein Handy abgeben. Du kannst nicht mehr mit deiner Familie reden, du kannst nicht mehr mit deinem Freund reden, du kannst mit keinem mehr Kontakt haben. Die einzigen Personen, mit denen du jetzt die nächste Zeit verbringst, sind diese 39 Leute. Und diesen ganzen Druck, der um dich entsteht. Und dort ist Sari dann das erste Mal in Tränen ausgebrochen. Man hat das einfach gesehen und sie tat mir einfach in dem Moment richtig leid. Doch ich hab keine Erwartung. Und du siehst, sie kriegt keine Luft. So, sie war am Wedeln. Stopp! 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 No. Und das haben wir gar nicht so richtig auf Kamera festgehalten, aber die ist wirklich einfach in diesem Moment zusammengebrochen. Komplett zusammengebrochen. Also es war einfach nur, ich glaube, das ist einfach zu viel geworden. Es ist ja schon, du hast ja schon was erreicht, da zu stehen. Weil wenn du jetzt die ganzen Icon hinten, also die anderen Staffeln guckst, welche weibliche Künstlerin hat es denn so die zweite Runde geschafft? Ja, und ich hoffe auch einfach, es werden sich bei Icon 6 mehr Frauen trauen, einfach auch mitzumachen, sich bewerben und sich einfach von diesem Druck nicht abhalten lassen. Einer der wirklich krassesten Momente ist, Keris bricht zusammen. Dieser Junge in diesem Moment tat mir unglaublich leid. Icon 5, Runde 2, wir sind alle zusammen im Knast. Keris ist auch ein Künstler, den du schon bei Icon 4 gesehen hast. Und er hat sich wirklich viel Mühe gegeben. Aber jetzt musst du dir vorstellen, du bist ein Künstler, der bei Icon 4 schon einmal versagt hat. Jetzt kommst du zu Icon 5 mit einem ganz anderen Mindset und einem anderen Druck. Du musst jetzt irgendwas Neues bringen, um die Jury zu überzeugen. Das heißt, es ist, glaube ich, fast unmöglich, dir selber treu zu bleiben mit deinem eigenen Style. Der Druck für ihn war einfach viel höher als für jeden anderen Künstler, der da war. Stopp, kurz, Jungs. Stopp. Stopp. Was ist los, Chris? Alles gut? Brauchst du Wasser? Ey, was ist los? Yeah. Und du merkst hier auch schon, er kann nichts mehr reden. So aus seiner Brust kommen keine Worte mehr raus. Er hat keine Luft mehr. Alles gut? Oh. Ey. Einer vom Team einmal. Ey, warte mal. Ey, Jungs. Fragt ihr mal jemand. Ey. Wir unterbrechen. Und auch für mich war das erstmal ein Schock, weil Keris auch einer meiner persönlichen Favoriten. Also ich dachte mir, Bruder, du musst jetzt zeigen, aber ich wünsche dir das allerbeste. Und dann siehst du einen Künstler, den du wirklich magst und den du sehr feierst, der einfach absolut zusammenbricht. Das war auch übrigens für uns als Jury sehr hart, weil wir gedacht haben, ey, wenn Keris jetzt schon in dieser Situation wirklich nicht mehr die Kontrolle behält, wie ist es denn bei den anderen Künstlern? Und für mich war das auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, pushen wir die Künstler gerade vielleicht zu hart? Haben wir es übertrieben mit Knast, mit keinem Schlaf, schlechtes Essen? Haben wir es übertrieben so in diesem Moment? Weil irgendwo ist es natürlich für uns auch die Frage, ja, wir machen eine Show, aber am Ende des Tages sind es alles auch noch Menschen, obwohl
es sich natürlich hauptsächlich um die Musik geht, sind wir vielleicht in diesem Moment zu weit gegangen, haben wir einen riesigen Fehler gemacht mit Icon und der Gesamtplan. Und falls ihr irgendwelche Themen da draußen habt, die ihr möchtet, die wir gerne hier in der Show aufgreifen, lasst es uns einfach in den Kommentaren wissen. Und ganz, ganz wichtig, falls ihr bei Icon 6 auch teilnehmen möchtet, könnt ihr euch jetzt noch bewerben. Also die Bewerbungsphase ist jetzt offen, aber es wird nicht lange offen sein. Das heißt, schickt eure Bewerbung ein. Wir freuen uns unglaublich auf jeden Einzelnen von euch, der daran teilnimmt. Und mit dem, ich habe es gesagt, und du kannst dich jetzt verabschieden. Ja, das hast mich richtig gemüht. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Episode von Icon Insider. Ich habe vorhin gar nicht aufgenommen jetzt. Zeit. Druck und Zeit. Was macht einen wahren Künstler aus? Druck und Zeit sind nicht nur die physikalischen Kräfte, die einen Diamanten aus einem Sandkorn pressen. Es ist der unerbittliche Glaube an sich selbst, die unerschütterliche Entschlossenheit und die Bereitschaft, sich den dunkelsten Tiefen seiner Seele zu stellen. Und in diesem Kampf, in diesem Prozess der Transformation, werden aus Künstlern